Servus, Glück auf und willkommen zu Rust. Jo Leute, ich habe mal in der Nacht hier die Öfen genutzt und hier das Fleisch noch gegrillt, was da war. Jo, ihr seht, ich kräfte gerade noch 20 Schuss nach. Haben wir noch mehr Schuss, als wir losgezogen sind. Also. Echt noch eine Kiste bauen. Ja, eigentlich hatte ich die Metallfragmente mitgenommen, um in Notfall noch mal zwei, drei Spritzen bauen zu können. Könnte natürlich, hätte natürlich auch noch eine Leiter dran setzen können, aber. Was soll man so weggeben? Zack. So, das soll eigentlich reichen. Ja. Warum wurde da gewählt, weil das aufhört hier? Fragt mich nicht warum, Leute. Fragt mich nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Leute, warum, wie, was bauen. Ist da hinten los, wie Holzbasis mit Blechtür oder was? Ne, ist auf. Na, das wäre es auch gewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum der Typ neu baut. Also wie ihr seht, hier stehen überall Butzen rum. Hätte sie auch einfach eine nehmen können. Wenn er schon so beschissen bauen kann. Da brauchst du nur reingehen, brauchst du nur wieder eine Tür reinmachen. Selbst schuld. Gut, wie gesagt. Wir ziehen jetzt einmal die Runde da lang. Auf nach Hause. Und dann war's das. Keine Ahnung, sollte ich extreme Langeweile kriegen. Das selber nicht gewiped werden. Obwohl, nee. So viel Langeweile kann ich eigentlich gar nicht haben, um dann hier nochmal so vor Farm zu gehen. Nee. Weil da müssten wir ja wirklich dann noch richtig farmen. Aber wir haben auch noch keine Basis gefunden, die wir raiden könnten. Davon mal ab. Gut, wir waren noch nicht an der Kuppel rum, ne? Ich denke, da wird noch einiges sein. Das denn hier, ey? Hier kannst du aber fett bauen. So eben wie das ist. Ja, der Typ, der hier online ist, der eine komische, der immer Hello im Chat schreibt. Hello, hello, hello. Schreibt er immer, wenn Airdrop kommt. Weiß ich nicht, was er war. Hofft, ob einer antwortet oder was. Dass er dann nicht zum Airdrop läuft oder was weiß ich. In der Nacht war ein Airdrop, aber ich will nicht gucken. Sollte jetzt einer fallen, gehen wir natürlich hin. Weil da ist natürlich die Chance groß, dass wir noch jemanden treffen sollten. Und wenn wir sterben, sterben wir halt. So, haben wir nochmal ordentlich Moon. Komisch, Anni. Ist der Wind oder was? Ich guck mal eben hier oben. Was war noch für eine Basis? So, da sind wir, glaube ich, vorhin dran vorbei.
Dass hier sowas versteckt ist zwischen den Felsen. Vor allem haben wir ja sogar Stiefel an. Also er muss uns hier auf jeden Fall kommen gehört haben, der Typ. Ja, irgendwo muss ja hier noch was rumrennen, ne? Deswegen, da ich jetzt hier bin, wo ich mich noch gar nicht auskenne, muss man mal... ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist auch nochmal ein dickes Gebäude. Auch am Ende der Karte hier. Fake-Ding, nur auf Holz gebaut. Leute, Leute, wir gucken es uns mal an. Ja, ihr seht, ich habe das High-Quality-Metall. Er ist auch noch eingeschmolzen an den Öfen über Nacht. 44. Könnten wir sogar noch ein Visier bauen. Wie soll es anders sein? Sind wir unterwegs? Kommt ein verkackter Heli. Hier ist auch Brennpunkt, ne? So, der letzte Bereich. Jetzt hier so lang. Ja, hier ganz in der Außen werden wir nicht hinrennen, da ist eh nichts. Klar, wir können da noch Basen sein oder was. Da oben ist auch noch eine. Aber wir können eh nicht mehr raiden. Müssten wir erstmal farmen. Das ist echt nur ein Fels, der aussah wie eine Base. Verkackte Heli, ey. Gib mir sowas von auf den Sack. Da ist aber eine Base. Schon auf. Irgendwo muss ja noch wer aktiv sein. Naja, auf jeden Fall habt ihr da mal die ganze Karte gesehen. Lassen wir halt langsam ausklingen. Die Staffel. Da ist ein Sulfurstein. Und trotzdem mal jetzt eine Waffe, sicher ist sicher. Ein halb abgefarmter Stein hier. Lässt mich ja denken, dass wir hier in der richtigen Ecke sind. Hier irgendwo wer rumdümpelt. Auch wieder ein Sulfurstein. Ist das da oben? Dach vom Tor oder was?
Ja, nervig, ne, der Hedi. Ich werde mit ihm einfach nicht warm. Wo ist er denn überhaupt? Oh, da ganz hinten. Na gut. Dann wird er uns ja hier noch nicht auf dem Radar haben. Steht eine Foundation rum. Wenn da eine Foundation steht. Ach, geh, ne, Holz. Ich wollte schon sagen, was ist eine Strohfoundation dann? Attacke! Schalke ist kacke! Ja, nicht zu ungut an alle Schalke, aber. Ja, ihr seht, man könnte hier, ne? Sulfursteine nochmal klopfen, eine Runde, dann könnt ihr ein bisschen explosive Muni machen. Könnt ihr die ganzen Butzen hier noch raiden. Macht natürlich keinen Sinn. So wie ich gestern schon sagte, wenn ihr Anfänger seid, so wie der Typ gerade, wenn er Anfänger war, dann muss er auch aus Fehlern lernen. Ganz unvorsichtig sollte man auch nicht sein, auch auf dem Server, der nicht so voll ist. Ah, da wäre auch noch was gewesen. Wo war das? Wo ist er hin? Ein Bär. Jetzt kreist er hier erstmal eine Stunde über den drei Dingern rum, wo ich hin will. Was stimmt denn nicht hier? So. Und sieh mal an da unten. Ja, wie gesagt, Leute, das ist auf jeden Fall der letzte Teil. Das macht keinen Sinn hier auf dem toten Server. Schade um die ganzen Sachen, die wir hatten. Aber was soll ich hier mit 3, 4, 5 Leuten auf dem Server rumrennen? Was ist jetzt, Junge? Kommst du oder was? Los ab. Kackbär. Hier auch wieder so. Alles so angefleckte Steine hier. Aber wahrscheinlich rennen sie jetzt eh nicht draußen rum, wenn der Heli unterwegs ist. Ist auch schon. Da seht ihr halt keine Aktivität, ne? Dann zerfallen die. Dann seht ihr halt, ob jemand noch aktiv ist oder nicht. Na, der war auf jeden Fall, das ist noch nicht so lange her. Von sowas könnt ihr die Finger lassen. Es sei denn, ihr habt irgendwie alles im Überfluss. Wisst ihr, ihr habt ja gesehen, wo ich mich da reingebaut habe. Ey, liegt ein Airdrop rum oder was? What the fuck? Jetzt noch eine LE oder was? Ja. Geilste Waffe, die du haben kannst. Also, da hast du so einen Spaß mit dem Ding. Ein Query, hätten wir noch mal Holz. Aber wir haben eh kein Holz. Ich muss den Query mitnehmen, ey. Pack mal ein bisschen. Thompson. Was willst du, Junge? Greifst du mich jetzt noch an, weil ich ein Fernglas in der Hand habe, oder was? Also wird wohl der Airdrop gewesen sein, der heute Nacht geflogen ist.
kann jetzt nicht abhauen oder was? Verpiss dich doch mal. Ist er nicht mal langsam alles abgeflogen? Kannst du mal kurz unten reinziehen, Junge? Kannst du mal kurz? So. Ja, daran seht ihr schon, ne, dass nicht viel und nicht mehr viel los ist. Schon Airdrops rumliegen. Das ist einfach so. Hier stehen auch noch Basen ohne Ende. Ja, wie gesagt, habe ich mir aber gedacht, hier in der Ecke. Ja, da geht es natürlich jetzt ab. Ist offen, ne? Ja, ihr seht, aber die haben alle nur so. Er da in dem Berg, der hat da sich auch ein bisschen Mühe gegeben, aber alles nur so Kampfbasen. Schon komplett darauf ausgelegt, ja, wir spielen nur 8-9 Stunden, das war's. So ist was im Moment. Also zumindest ein Solo-Duo-Server, auf den ich rumrenne. Mag vielleicht auf Gruppenservern anders sein. Wenn du da 2-3 große Gruppen hast, die gegeneinander fighten, mag das anders sein. Aber hier ist es einfach so. Cool. Warum steht denn hier so ein LKW rum? Aber hier ist es einfach so. Die bauen halt direkt nur so eine Vierer-Foundation. Spielen nur 8-9 Stunden, ein bisschen rumgeballer. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das habe ich mir auch schon vorgenommen. Nur ich möchte ja auch gerne eine Season machen, ne? So, das ist ja mein Bestreben. Ich habe ja auch Spaß daran, Rast so mehr auf Survival zu spielen. Und nicht den PvP-Aspekt, weil dann spiele ich Battlegrounds oder sowas. Da habe ich direkt von der ersten bis zur letzten Minute Adrenalin durchgehend drin. Dafür brauchst du nicht Rust und eine Base bauen und hast du nicht gesehen. Deswegen ist ein bisschen schade im Moment. Ich werde wahrscheinlich auch erstmal, obwohl sage ich mir, habe ich letzte Woche schon gesagt, letzte Wochenende schon so aufgeregt, habe ich mir schon gesagt, komm, jetzt spielst du erstmal kein Rust mehr. Was mache ich? Erster Tag frei. Direkt Rust dran. Weil direkt der Server gewiped hat. Ja. Gut, wir können ja schon mal langsam anfangen. Server. Swan Trust. 1 und 2 gibt's. Sind beide Solo-Duo-Server. Kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Admins sind aktiv. Also zumindest jetzt, wo ich gespielt habe. Ist aber nett, dass ihr ihn neben gelassen habt, den L. Zumindest da, wo ich hier gespielt hatte. Aber wie ihr seht, 24 Stunden, dann war's. Laufen wir jetzt mal hier. Ja, im Reaktor kann ich eh nicht ganz lang. Ja, ich könnte jetzt hier noch gucken. Hier werden sie jetzt auch noch Basen stehen. Gerade auch hier, dieser Zipfel. Und da wahrscheinlich auch. Aber wir haben 20 Minuten. Was soll ich euch jetzt hier noch? Na, wir laufen natürlich wieder in die andere Richtung. Gehen nochmal hier lang. Ja, dann werden wir nach Haus. Vielleicht gucke ich dann heute Abend noch mal rein, ob ein paar Leute drauf sind. Vielleicht ziehe ich da noch mal eine Runde mit Waffen rum hier.
Ja, sehr schade, wie sich im Moment entwickelt was. Ist er weg, rausgeflogen aus der Map oder was? Hört er sich fast so an, ne? Die LR, ey. Die ist so geil, die Waffe. Die macht so ein Fun. Da noch ein Schalli drauf, Holovisier. Yeah. Und so. Ja, guck mal, können wir da auch gleich so machen. Ja, und das sage ich, überlege mal so ein Airdrop am Anfang. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es programmiert ist, dass es vielleicht am Anfang so ein Airdrops nicht gibt oder was. Hier ist aber auch alles geradet. Verstehe nicht das hier. Hier müssen doch irgendwo noch ein, zwei größere aktive Basen sein. Ja, wenn du die Waffe am Anfang findest, bist du definitiv der Gott. Da liegt sogar einer hinter, ey. Ich werd bekloppt. Was ist denn hier wieder los? Was geht ab? Was geht los da rein? Verstehe ich nicht. Gut, wir haben ihn bei. Wir knallen es weg. Ich verstehe es nicht. Bin gespannt, was dahinter ist. Ob das nur noch ein Ausgang ist oder was weiß ich. So gelacht, ey. Ja, aber wie gesagt, irgendwas muss ja hier noch eine Basis stehen. Hier ist alles geradet. Komplett. Was der Mist hier soll. Auf, oh, ja, das andere hat mich jetzt auch gewundert. Hier sind wir jetzt. Gut, dann gehen wir jetzt mal hart rechts Richtung Kuppel. Warum ist denn hier schon wieder die Karte raus? Vielleicht wollen auch nicht mehr so viele Leute Solo-Duo spielen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht.
Aber wie gesagt, bei Vibe war der Server voll, ne? Warum macht die sich... So was geht nicht in meinen Schädel rein. Ich meine, es wird nur eine Schleuse sein, aber... Einfach, weil wir es können. Warum macht man aber sowas? Geht nicht mehr Kopf rein. Ich mache Metalltüren in Holzwände. Also... Liegt hier noch, Geoffrey. Unglaublich, aber wahr, ey. Kuppel, sind die ganzen Geier. Na, hier wäre Standard Base. Das ist im Moment die Standard Base. Zweier Foundation, fehlt noch das Dreieck. Das hat er vergessen. Dann so eine Treppe rein. Da den Bauschrank in die Ecke geknallt. Haben wir ja auch zu Genüge besprochen. Aber ihr seht, alles nur so Butzen. Die spielen alle nicht mehr länger. Die haben alle gar keinen Bock mehr länger zu spielen. Das ist alles hier. Ja, ist alles geradet hier, die Ecke. Wollen wir nicht gucken. Ihr seht, alles das gleiche Schema. Ja, wenn das Rust ist im Moment... Ja, na gut, dann muss ich ganz klar sagen... Brauche ich nicht. Wie gesagt, ich habe ja letzte Woche, also sonntags habe ich ja schon gesagt, sonntags habe ich gespielt gehabt, auf so einem Server, der alle 1-2 Wochen gewiped wird. Da waren aber richtige Basen. War noch eine kleinere Map wie hier. Da war aber richtig. Nicht hier sind nur kleine Pissdinger. Ich meine, klar, wenn es alles Solo-Spieler sind, alles gut, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich verstehe da nicht, warum man dann aufhört. Aber sie waren ja echt... Okay, hier war jetzt alles ziemlich viel gewettet. Aber da hinten die Ecke... Wo auch bei mir dich gewettet habt, die haben ja nicht... Die wurden ja nicht... Die haben sie einfach nicht mehr eingeloggt. Wie gesagt, die schmeißen gehen damit rein, hier nur 8-9 Stunden zu spielen, das war's. Das ist im Moment was. Ist das jetzt hier? Komm her. Im Moment war noch eine Kiste hinter gewesen, die ist schon mal kaputt. Ja, ansonsten, ich habe ja vorhin schon angefangen, ein Fazit zu ziehen in der Folge davor. Also ich habe Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie es zum Zugucken war. Wahrscheinlich habt ihr auch Spaß gehabt. Zumindest da, wo ich auf den Arsch gekriegt habe, gegen die Geschütze. Leute. Hier, wieder sowas. Guck mal, da willst du mal anfangen, Fazit zu ziehen. Und dann passiert wieder sowas. Keine Ahnung. Liegen sie noch zu zweit hier sogar. Nehme ich auch noch mit. Komm. Hier, entladen.
Hammer. Was soll ich sagen, Leute? Ne? Geht nicht in meinen Kopf rein, sowas. Vor allen Dingen haben sie ja auch hier schon wieder Metall gehabt. Metallfragmente. Nee, da mache ich keine Metalltür rein, da mache ich eine Holztür rein. Ist doch logisch. Weiß auch nicht. Naja, gut. War nichts zu sagen, hier mitten auf der Straße gebaut. Ja gut, wo war ich? Ja, wie gesagt, ich war auf dem Server. Wie gesagt, habe ich ja schon vor ein paar Folgen erwähnt. Da waren abends immer 20 Leute und 20, 22, 25. Und ist maximal 3er. Aber da wurden wir halt gewaitet. Ich hatte auch was aufgenommen, das habe ich dann mit, glaube ich, sogar schon gelöscht. Weil wie gesagt, es war klar, dass ich dann Mittwoch den letzten habe, Donnerstag Feiertag war, frei habe. Und ich wurde dienstags halt gewaitet, Dienstagabend, wo ich da war. Er hat mich ja genau gegen so eine Gruppe gebaut. Das waren auch, glaube ich, nicht nur 3. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie aktiv da die Admins sind. Aber den Server werde ich im Auge behalten. Da werde ich, wenn er das nächste Mal vibet, weil das war auch schon Tag nach Vibe, wo ich da angefangen habe. Also es war nicht bei Vibe. Dann sind wir doch hier an der Landzunge. Ja, richtig. Da habe ich mir gedacht, dass hier noch. Da ist immer eine Holzputze, die brennen wir auch noch auf. Die große da auch noch mal angucken. Wir müssen ja eh da lang nach Hause. Ja. Das ist halt ein Server, da weiß ich, der ist 2 Wochen da. Also alle steht Vibe-Zyklus alle 1 bis 2 Wochen oder wenn durchschnittlich, also wenn weniger 10 Leute da sind am Tag. Das hast du ja sonst eigentlich nur bei Servern, wo du keine Begrenzung hast. Weil das ist ein Max 3 Server. Wie weit die Leute sich jetzt dran halten und das geprüft wird, weiß ich nicht. Aber ja, da müssen wir halt gucken, dass wir da den Vibe-Zeitpunkt erwischen. Und das wäre natürlich gut, wenn das am Wochenende wäre. Wenn am Wochenende gevibed wird, können wir das Wochenende durchziehen, können wir uns was aufbauen und können dann unter der Woche aber weiterspielen. Das ist das halt. Und 20 Leute ist in Ordnung. Für unter der Woche abends wirst du kaum einen Server haben, wo du so viele Leute hast überhaupt. Wenn er nicht gerade gevibed wurde. Also da werden, denke ich mal, ein paar Stammleute sein, die da drauf zocken. Und mal schauen. Wenn der Server zuverlässig ist und so, das war er, wo ich da gespielt hatte auf jeden Fall. Hat er keinen Bauschrank gehabt und die haben ihn zugebaut. Du Idiot, ey. Was ist los, ey? Komm, ich mach doch mal einen Bauplan. Ich gehe mal oben drauf. Aber so wie es aussieht, hier war die Tür, der hat keinen Bauschrank gehabt und die haben ihn zugebaut. Die haben ihn einfach mal bisschen geärgert, um es höflich auszudrücken. Ja, was soll ich sagen? Ne? Wir können uns noch mal hier 33 sind 90. Fast zu viel. Nein. Ja, wie gesagt, das werde ich antesten. Also es war schon, das war gut, wo ich darauf war. Wie gesagt, ich war zu spät halt. Die Bauplätze waren alle belegt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gelöscht habe. Ich glaube, ja. Jetzt hätte man da vielleicht auch nochmal was zusammenschneiden können. Keine Ahnung, Leute.
erschließt sich mir gerade nicht, was der hier gemacht hat. Ach so, wir machen erstmal die Base. Ja, aber das ist halt eine Alternative. Zu dem, so wie es jetzt ist. Weil, wie gesagt, was soll ich jetzt hier weiterspielen? Macht keinen Sinn. Zack, sollte reichen. Ist natürlich schade um... Ah, ja. Das ist auch jetzt so ein lustiges Ding hier. Komm. Mach da einfach eine Kiste rein. Ja. Ja, worauf ich hinaus wollte, da macht es halt Sinn. Da macht es auch Sinn, jetzt Base weiter auszubauen und sowas. Ich habe hier eigentlich schon zu viel Zeit ins Bauen investiert, wenn ich mir jetzt hier die ganzen Dinger so angucke. Keine Ahnung, wer du bist. Fantastic bist du, ja. Und hast dich vor deiner Base schlafen gelegt, oder was? Ja, da ist doch nochmal etwas. Boah, hier liegt sowieso vorum, ne? Obwohl, der kann nicht aktiv sein. Ich das... Boah, hier drunter muss eine Höhle sein, ne? Habt ihr das gehört? Guck mal, hier liegen 5 Sofosteine. Das sind 1000 Sofo. Junge. Da oben sind auch noch so viele Steine, über so. Ja, das habe ich aber schon mal gehabt, ne? Mitten in der Rastgegend. Die, ja, keine Ahnung, ob hier irgendwo noch eine Höhle versteckt ist. Und die, selbst die Butze wird geradet. Ja, Respekt. Wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt und hat es aufgemacht hier oder was? Hat die Türen alle rausgenommen oder was weiß ich was? Ja, der wurde anscheinend nicht gewählt, der hat anscheinend einfach aufgehört oder was weiß ich was. Ganz komisch alles. Und dann hat er hier aber eine Tür richtig gelassen. Hey, ich verliere meine Munition. Scheiß Speer hier. Habe ich wahrscheinlich schon vorher was verloren, ne? Zack. Ja, keine Ahnung. Sowas kann ich immer nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Ist mir immer alles... Es ist, wie es ist. Sofo, Sofo. Ja, das ist der Berg, ne? Ja, genau. Da hinten haben wir in der Ecke die Butze noch. Hier, schöne Wandverkehr drum.
Ja, komm, machen wir die auch noch weg. Zack. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte. Wie gesagt, also eigentlich war es das jetzt erstmal. Ist zwar jetzt dann ein bisschen hin, bis ihr die Season seht. Obwohl so viel auch nicht mehr eigentlich. Ich glaube 2 Wochen oder was, dann ist die andere schon zu Ende. Dann werde ich... Ernsthaft oder was? Heute ist doch nicht mehr euer Ernst. So, dann reicht sogar noch, weil 100 brauchen wir. Jo, 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 wie kann ich mich denn da jetzt selber fracken? Bitte nichts mehr mit der Tür hier. Sonne geht ohne. Ja, nochmal 42 Minuten hier rumgerannt. Mein Gott. Gut, wir haben noch 16 Explosive, die können wir da zur Not noch reinjagen. Muss ja auch weg. Zack. Ja, die Flammenwerfer-Gedöns auch erledigt. Die Tür ist sogar noch auf. Na, ich wollte auch sagen, es wäre jetzt auch ein Hammer gewesen. Aber das verstehe ich auch nicht. Na egal. Ja, ab nach Hause. Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall die fetteste Butze hier bis jetzt. 2, 3 dicke gab es ja, also dickere. Aber auch meistens nur 4er-Kern. Nicht so kalt. Das ist unser Leuchtturm. Ja, wenn ich Platz hätte, könnte ich da jetzt noch eben hin Holz mitnehmen, weil hier seht ihr über Sofasteine. Was sagt die Sonne? Die Sonne sagt, wir schaffen es noch rüber zu schwimmen. Ja gut, 3, 4 Basen haben wir wahrscheinlich jetzt übersehen, weil wir nicht bis in die Ecken gerannt sind, da hinten, gerade bei der Kuppel da die Ecken. Aber sonst haben wir jetzt im Großen und Ganzen, also in der Season hier, habt ihr auf jeden Fall die ganze Karte gesehen. Ich hätte vielleicht mal mitzählen sollen. Kam mir aber für 135 Leute, die hier drauf waren, müssen viele Zweierteams gewesen sein. Aber kam mir ein bisschen wenig vor an Basen, muss ich sagen. Mal so nachdenke. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Die Season ist im Sack. 26 Folgen. Zum Abschluss jetzt nochmal eine lange Folge. Wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Zwischendurch den Hänger habe ich auch schon gesagt. Aber dann kam der Raid nochmal. Und da, ja, das war halt ein Jackpot, ne? Dann haben wir nochmal die Action gehabt mit dem Raid da hinten, mit den Geschützen. Wie man es nicht machen sollte, habt ihr gesehen. Oder worauf man achten sollte jetzt.
wenn ihr Dachluken wegmacht, wenn ihr Türen aufmacht. Stellt euch bei den Türen nicht genau davor. Nicht, dass euch genau so ein Ding in die Fresse schießt. Weil die hört man ja auch nicht. Bei der Dachluke dasselbe. Stürmt nicht blind rein, wie ich das gemacht habe. Dann ist die Leiche natürlich noch reingefallen. War natürlich alles weg. Wäre die Leiche oben gewesen, wären wir noch dran gekommen. Legt einen Schlafsack definitiv, wenn ihr badet. Solltet ihr durch so einen Scheiß sterben, dass ihr auf jeden Fall das spawnen könnt. Am besten setzt euch noch eine kleine Kiste im Busch, so wie ich es auch gemacht habe. Packt euch da auf jeden Fall einen Bogen rein und vielleicht noch eine Hacke oder sowas. Also wenn ihr sterbt, also wenn ihr es so macht wie ich, wenn ihr da so euch, na wie heißt das, so normale Wände setzt, dass ihr die weghacken könnt, dass ihr reinkommt. Weil mit dem Stein geht das nicht so, wie habt ihr gesehen. Ja, das sind so die Ideen, die man rausziehen kann. Ich hoffe, es war zum Angucken okay. Es war auf jeden Fall mal wieder eine zusammenhängende Staffel, im Gegensatz zu Staffel 3. Und das Ende von Staffel 3 war ja auch sehr ernüchternd. Da haben wir quasi genauso lange gezockt wie hier. Wurden dann aber noch des Raides beraubt. Hier haben wir ja wenigstens noch einen Raid gemacht. Haben auch nochmal einen Raketenwerfer eingesetzt. Und dazu noch kurz nochmal ein paar Worte. Das ist halt, was ich sage. Ne, ihr könnt ruhig so einen Kern bauen, auch wie es da war. Gut, der hat mich natürlich jetzt geärgert, weil ich nicht drauf vorbereitet war, weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe mit dem Geschütz. Aber ansonsten, ihr baut euch halt einen Raid Tower nebenan hoch. Oder auch wie die Butze da hinten. Hier, da hinten rechts in der Ecke. Die den Zacken drumherum und einen Kern drumherum und alles Schwachsinn. Ihr baut halt einfach daneben hoch. Dann baut euch halt einen Tacken höher und haut 4 Raketen von oben drauf. Wenn so eine Butze nur 2 hoch ist, braucht ihr zur Not 8 Raketen. Und ihr seid komplett durch unten. Gerade wenn es nur so ein 4er-Kern ist, die setzen meistens keine Wände dazwischen. Deswegen setze ich zum Beispiel Wände auch dazwischen. Oder mach, was wir jetzt gelernt haben, so wie die Typen da hinten. Wenn ihr nur 4er-Foundation habt, macht im 2. Stock definitiv so ein Dach rein. Das schützt euch schon vor den... Ja, das ist immer noch geil hier. Ja, das ist der einzige Grund, was mich jetzt noch reizen würde, die nächsten Tage nochmal was zu spielen. Und dann auch nur, also wirklich nur 5-6 Stunden spielen. Nur eine kleine Butze bauen mit einer Holztür. Eventuell mit ein bisschen Glück eine Pumpe hinkriegen. Also eine Shotgun. Und dann bleiben wir einfach in der Base hocken. Und jedes Mal, wenn einer kommt, die Holztür du wegmacht, kriegt er eine Fresse geschossen von dem Ding. Ich kann ihn looten. Ja, wenn es zu zweit kommt, wird vielleicht einer überleben. Deswegen noch eine Wumme, dass er dich nochmal wehren kann. Vielleicht machen wir das noch. Das bringe ich dann aber auch nicht als Season raus, oder das bringe ich dann mal als Gaudi zwischendrin raus. Aber da muss ich gucken. Ich werde jetzt, wie gesagt, im Moment bin ich so auf dem Dampfer. Erstmal Rustpause. Die Season ist im Sack. Also ich hätte jetzt 5 Wochen, wo ich Pause machen kann. Vielleicht finde ich mal den einen oder anderen. Aber es haben sich ja auch 2-3 gemeldet. Dass wir da vielleicht mal Zeit finden, dann jetzt mal zusammen zu zocken. Oder vielleicht werde ich nächstes Wochenende, je nachdem, wie es mit 7 Days to Die aussieht und sowas. Vielleicht mache ich dann mal einen Rust-Stream. Ist ja dann auch mal was anderes. Mal schauen. Ja gut, Leute, das soll es jetzt hier gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den ganzen Scheiß hier noch einsortiere. Wie gesagt, ich werde heute Abend nochmal drauf gucken, ob vielleicht hier ein paar Leute drauf sind. Ansonsten war's das. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr, wenn ihr euch die Season komplett angeguckt habt, dass ihr euch komplett angeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich auf jeden Fall. Und ich denke, ihr werdet auf jeden Fall was gelernt haben. Durch meine Fehler. Auch das mit dem Dach ist mit Sicherheit sehr interessant. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ich freue mich schon auf die nächste Season. Vielleicht ist ja was bis dahin auch wieder ein bisschen anders.
Und wir können wieder ein bisschen längere Season machen. Aber mit 24 Stunden haltenden Servern ist es halt schwer, langes Gameplay zu zeigen. Gut, sei es wie es ist. Nochmal vielen Dank. Lasst mir gerne eure Meinung da. Gerne könnt ihr mir auch hier die Meinung zu der gesamten Season da lassen. Und dann sehen wir uns in der neuen Season wieder. Ciao.